Guten Morgen zusammen. Da wünsche ich erstmal ein schönes scharfes Neujahr. Und ja, hat sich ja viel getan. Meine ganzen Safe-Games sind vernichtet. Meine Titan-Base, da gibt es den Planeten gar nicht mehr. Und das war leider ein Mod. Ja, auf jeden Fall ist alles im Arsch. Und ich habe gedacht, ich fange mal neu an und teste mal so ein bisschen die neuen Funktionen, die es hier so gibt. Und natürlich auch den Phasenwechsel. Ja. Also habe ich hier mal was aufgebaut. So ein kleiner Versuch, den ich gerade hier habe. Und da habe ich gedacht, mache ich mal ein kleines Video dazu. Also, zu einer Klimaanlage mit Phasenwechsel. Also, tja, fange ich hier an. Fangen wir mal hier an. Also hier haben wir die Condensation Chamber. Ist neu dazugekommen. Genau. Geht sie auch gerade an. Ich habe so eingestellt, dass bei 25 Grad wird hier gekühlt. Können wir jetzt gleich noch sehen. Die nimmt auf jeden Fall dieses Gas hier. Ich habe mich jetzt hier für Pollutant entschieden. Das muss hier einmal befüllt werden. Dann haben wir hier den Gas Input Connection und hier auf der anderen Seite auch. Das ist die Evaporation Kammer. Also hier wird es verdampft, hier wird es verflüssigt sozusagen. Und von der Energie her kann man sich das so vorstellen. Ich nehme jetzt mal irgend so ein Ding hier. Hier haben wir so diese drei Stadien. Also hier ist fest, hier ist flüssig und ab hier ist gasförmig. Ja? Also alles, was hier weitergeht. Und man muss sich das so vorstellen, dass der feste Zustand hat also die geringste Energie. Hier ist mehr Energie drin und hier ist auf dieser gasförmig ist es noch mehr Energie drin. Das heißt, wenn es jetzt einen Übergang gibt von gasförmig nach flüssig nach fest, wird Energie abgegeben. Ja? Das heißt, die Energie wird dann in Form von Wärme freigesetzt und die Wärme wird irgendwo hin transportiert. Andersrum genau dasselbe, wenn es einen Phasenwechsel gibt, jetzt von fest, wo wir hier sind, nach flüssig, wird Energie benötigt und die wird aus der Umgebung genommen, beziehungsweise halt so, wie wir das halt dann konfigurieren. So, so viel mal dazu. Genau, das ist eigentlich kein wilder Aufbau, das ist kein Hexenwerk. Dieses Ding da hinten, das kann man jetzt eigentlich auch mal wegnehmen, das braucht man nur am Anfang, einmal um es zu befüllen. Das habe ich hier eingestellt, 2,5 Megapascal. Reicht eigentlich vollkommen. Ist eh mehr drin jetzt, genau. Bei dieser Leitung hier, wenn man das so aufbaut, diese Leitung wird kalt. Das heißt, da muss man irgendwie schauen, dass es nicht unter 100 Grad geht. Weil unter 100 Grad, ich stelle mal auf Celsius um, dass man hier auch was sieht. Also hier sieht man. Der Kipppunkt ist hier bei minus 96 Grad. Das heißt, wenn wir da runterfallen, würde das Ding schlagartig fest werden, was dann dazu führt, dass die Leitung explodiert. Ja, also das darf nicht passieren. Genau, ist aber jetzt genug drin. Das heißt, das Zeug da hinten können wir jetzt eigentlich wegnehmen. Wenn das ein bisschen läuft, dann ist das eigentlich in Ordnung. Braucht man alles nicht mehr. Was. Genau, also was passiert hier? Der nimmt also hier das Gas, was hier in dieser Leitung ist, verflüssigt es, schickt es dann hier durch die Leitung und das verflüssigte Gas wird hier wieder ja, gasförmig gemacht. Und hier hinten sind die Heat Exchanger immer. Also hier ist einer und hier ist einer. Das funktioniert so ähnlich wie die Klimaanlage. Also die gibt einfach Energie in diesen Atmosphärenkreislauf, der halt hier angeschlossen ist. Hier ist einfach nur ein blöder Gastank. Hier habe ich ein bisschen weniger drin. Der wird kalt. Also überall, wo ich diese Radiatoren dran habe, wird es kalt. Und ja, genau, hier ist das gleiche, nur andersrum. Hier habe ich ein bisschen mehr Druck reingetan. Also das ist die warme Seite und ich bin jetzt hier auf Vulkan. Und die muss natürlich gekühlt werden. Ne? Und wie kühle ich die warme Seite? Hier diesen neuen Heat Exchanger. Large Direct Heat Exchanger. Ja, scheißegal. Es schaut anders aus, hat die gleiche Funktion wie der alte. Und hier habe ich eine Klimaanlage hingebaut.
die ich so eingestellt habe, dass sie einfach immer kühlt, wenn, also die probiert natürlich bierseitiger zu kühlen. Und sie macht das immer, wenn die Außentemperatur passt. Ich kann das mal kurz zeigen, was ich da gebastelt habe. Also erstmal hier ist mein Sensor, mein Gassensor. Der schaut hier die Innentemperatur an bei 25 Grad, schaltet der ein. Ich zeige es mal kurz her. Genau, das ist dieses Ding hier. Der misst einfach nur die Innentemperatur. Wir sind das ja 25 Grad, genau. Dann schaltet er den Regulator, gibt es jetzt nicht mehr. Den habe ich gerade entfernt. Da schaltet er einfach nur den Kondensator und den Verdampfer wieder ein. Genau, und hier ist die Steuerung sozusagen für die Außenseite, also wann die Klimaanlage kühlt. Und hier gibt es, ich weiß nicht, ob das vorher schon drin war, aber ist mir aufgefallen, man kann direkt die Temperatur an der Klimaanlage auslesen. Und ja, das ist halt hier so ein Setting, mit dem ich gerade rum experimentiere, wann es gut ist, die Klimaanlage einzuschalten. Ich habe auch schon probiert, anstatt jetzt hier einzeln die Temperaturen zu machen und das alles einzeln einzustellen. Es gibt ja hier ein Setting, das nennt sich der Temperaturunterschied. Hier, der jetzt gerade auf 6% steht. Temperature Differential Efficiency 6%. Das ist eigentlich der Wert, auf den es mir ankommt. Ich hätte eigentlich gern, dass der bei 10% einschaltet. Man könnte diesen Wert auch direkt abfragen. Das Dumme ist nur, dass sich dieser Wert nicht verändert, auch wenn die Klimaanlage, die ist jetzt eingeschaltet. Man sieht es, aber sie läuft jetzt nicht. Und dummerweise verändert sich dieser Wert nicht, solange die Klimaanlage nicht läuft. Tja, also das ist wohl irgendwie ein bisschen seltsam hier. Können die mal wieder ausschalten. Ah ja, genau, was ich auch hatte, ich hatte wieder einen schönen Bug, oder ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ein Feature bei denen inzwischen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es so, solange ich hier bin, also hier in diesem Raum mich befinde, kriegt der Gassensor mit. Bei 25 Grad schaltet er diese Klimaanlagenkonstruktion ein. Das macht er auch, solange ich hier in diesem Raum bin. Wenn ich den Raum aber verlasse, dann schaltet er sie zwar einmal ein, aber er schaltet sie nicht mehr aus. Ne? Also ich war hier mal eine Viertelstunde draußen, habe mir irgendwas gebastelt und dann komme ich wieder rein und dann ist der Raum hier runtergekühlt auf 10 Grad oder so. Also das ist, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich die Basis hier aufbaue und weitermache. Es sind so viele Bugs drin noch, es ist einfach, ja, macht irgendwie nicht so wirklich Spaß gerade. Aber naja, ich wollte mal den Aufbau zeigen mit der Klimaanlage. Wie das funktioniert. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich effizient ist hier, aber mal, also man sieht, er kühlt den Raum runter. Und ich habe schon gemerkt, man kann richtig, richtig hart runterkühlen mit so einer kleinen Konstruktion hier. Ja, mal schauen. Bringt mir halt allerdings nichts, wenn die Chips nicht richtig funktionieren, wenn ich da mal irgendwie einen Schritt auf die Seite mache. Naja, wollte nochmal ein Update geben. Das ist so aktueller Stand bei Station hier ist. Mal schauen, ob ich weitermache. In diesem Sinne, bye bye.